Absage aller Martinsumzüge. Das zu posten fällt mir nicht leicht, aber in der kommenden Woche, wenn der Martinstag wäre, am 11. November, dann können keine Umzüge stattfinden. Sankt Martin. Alle kennen die Legende von dem Schwert, das einen Mantel teilt, und die Laternenumzüge. Aber Sankt Martin ist eigentlich ein spannender Heiliger, von dem es noch viel mehr Interessantes gibt. Und vielleicht, wenn es keine Umzüge gibt, lohnt es sich, dass die mobile Kanzel sich einmal auf den Weg macht, um einige andere Aspekte von Sankt Martin kennenzulernen. Also kommen Sie mit, nicht mit der Laterne, sondern mit dem Auto hoch in den Harz. Von Roßla bis hier oben nach Schwiederschwende sind es vielleicht nur so 10 Kilometer. Aber unterwegs sein, das passt auch zu Sankt Martin. Denn Martin hat viele weite Strecken hinter sich gebracht. Er ist geboren im heutigen Ungarn, aufgewachsen in Oberitalien. Und dann war er an verschiedenen Stellen in Frankreich als römischer Soldat stationiert, war später auch in Trier, in Köln. Er war viel unterwegs und hat dann doch einen Platz gehabt, wo er zu Hause war. Hier stehen wir an einer kleinen Wanderhütte, ungefähr im Dreieck zwischen Breitenbach, Rota und der Landgemeinde. Auf der Karte kann man also sehen, wo wir hier sind. Eine sehr schöne Landschaft, die so ähnlich ist wie die Landschaft, in die Martin nach seinem Armeedienst gegangen ist. Er ist um 316 geboren und so mit 40 Jahren war die Armeezeit vorbei und er ist dort geblieben, wo er auch zuletzt als Soldat noch war, in einer Gegend ungefähr 200 Kilometer nordwestlich von Paris. Eine Gegend, die so ähnlich ist wie hier oben im Südharz. Felder, Bäume, Wald, ein gutes Land. Martin hat sich mit einigen seiner Freunde, die ähnlich wie er von Gott begeistert waren, zusammengetan und hat ein kleines Kloster gegründet. Wobei, den Begriff Kloster, den gab es damals noch gar nicht. Martin war wichtig, dass man den Glauben gemeinsam und mit Arbeit lebt. Martin und seine Freunde haben gearbeitet, auf dem Land, auch im Wald, und haben sich immer wieder zum Beten, zum gemeinsamen Bibellesen, zum Glauben getroffen. Sie waren nur einige wenige. Wir leben in einer sehr schönen Landschaft, die so ähnlich ist wie bei Martin. Auch hier gibt es einige wenige Christen. Und ich glaube, wir können von Martin lernen, dass wir fröhlich unseren Glauben leben und fröhlich unsere Arbeit tun. Und wie es weitergeht mit Martin, das kann man sehen, wenn wir jetzt den Weg weiter Richtung Rota fahren. Hier sind wir jetzt auf der Bio-Landwirtschaft Oberländer. Und bei Oberländers, da gibt es eine ganze Reihe biologisch gehaltene Martinsgänse. Die sind jetzt draußen, weil das irgendwie dazugehört zum glücklichen Leben von den Gänsen, dass sie nicht nur im Stall sind. Beim heiligen Martin, da spielen die Gänse eine große Rolle. Gänse sind eigentlich liebe und anmutige Tiere. Wenn man ihnen aber zu nahe kommt, da kann passieren, dass es ziemlich laut wird.
Martin hatte mit seinen Freunden in der Art Kloster zusammengelebt und einen guten Ruf gehabt. Viele sind zu ihm gekommen, um Rat zu erfragen. Viele kamen auch, damit Martin für sie betet. Und eines Tages dann, als in der benachbarten Stadt, in Rota würde man sagen, in Sangerhausen, ein neuer Bischof gebraucht wurde, da sind die Leute zu Martin gekommen, um ihn zum Bischof zu machen. Aber Martin wollte kein Bischof werden und hat sich darum bei den Gänsen versteckt. Man sieht, die Gänse machen ein ganz schönes Geschrei. Als Martin sich vor den Leuten verstecken wollte, die ihn zum Bischof gemacht haben wollten, da haben die Gänse losgeschnattert, losgeschrien. Und Martin ist dann Bischof geworden der Stadt, die Tours heißt, und seitdem nennt man ihn St. Martin von Tours. Die Martinsgänse. Sie ziehen sich langsam hier vom Pfarrer wieder zurück, aber die Martinsgänse sind mit dem Martinstag verbunden. Immer wieder hat man gesagt, dass Glauben mit Gott leben etwas ist, was sich öffentlich zeigt, was sich verbreitet wie das Schnattern der Gänse. Die schönen Gänse hier von Oberländers sind nach Bio-Richtlinien großgezogen und haben ein glückliches Leben. Vermutlich so ähnlich wie die Gänse damals im 4. Jahrhundert bei Martin. Krach gemacht haben sie auch. Und immer wieder war für Martin wichtig, dass es allen bekannt wird, dass man es laut hört. Mit Gott leben ist etwas, was ihm selbst gut tut, was uns gut tut. Hier sind wir jetzt in Breitenbach vor der Kirche, die nach dem heiligen Martin von Tours benannt ist. Die Martini-Kirche, die St. Martin-Kirche von Breitenbach. Und wenn man die Kirche jetzt sieht, dann merkt man, dass der Name perfekt passt. In diesem Sommer ist es gelungen, dass wir das Dach neu gedeckt haben. An der Nordseite war es schadhaft und da sind wir dankbar, dass es jetzt neu gedeckt worden ist mit roten Ziegeln. Aber Sie sehen hinter mir, auf der Südseite ist nur der obere Teil rot. Und unten ist noch der alte Kunstschiefer zu sehen, der 40 Jahre alt ist. Man könnte natürlich meinen, das liegt daran, dass das Geld nicht mehr gereicht hat. Aber die eigentliche Antwort ist eine andere. Das Dach ist nur halb gedeckt, damit es an St. Martin erinnert. Der hat mit seinem Schwert den roten Soldatenmantel geteilt. Die eine Hälfte für den Bettler und die andere Hälfte hat er selbst behalten. Ein geteilter Mantel und die Martinskirche von Breitenbach hat jetzt ein geteiltes Dach. Natürlich hoffe ich, dass irgendwann unten der Kunstschiefer auch nochmal gegen Ziegel ausgetauscht wird, aber es ist ein schönes Sinnbild für das, was St. Martin gemacht hat. Zu teilen mit dem, was man hat. Martin war immer wichtig, dass nicht die Menge an Besitz zählt. Nicht die Bedeutung des Goldes und des Geldes, sondern mit seinem Gott zu leben und für die Menschen da sein. Wir als Kirche hier oben im Harz, in Breitenbach, in Rota, aber auch in Wolfsberg-Horla und überall, viel Geld haben wir nicht. Was wir aber haben, ist der Glaube. Der Glauben an einen Gott, der für uns Menschen da ist. Das war St. Martin wichtig. Und auch wenn in diesem Jahr keine großen Martinsumzüge stattfinden, wegen der Einschränkungen der Corona-Zeit ist es eben so. Trotzdem können wir zum Martinstag an den heiligen Martin denken und an das, was ihm wichtig war. Nämlich immer wieder frei zu bekennen, laut und fröhlich wie die schnatternden Gänse, dass wir einen Gott haben, der bei uns Menschen ist, der auf uns aufpasst, auch dort auf dem Land, in den Dörfern, im Wald, auf dem Feld. Ein Gott, der Ja zu unserem Leben sagt und der uns Mut macht, für andere da zu sein. Also freuen Sie sich an St. Martin
und bleiben Sie behütet. Sei behütet, sei behütet, wenn du losfliegst, frei und froh, sei behütet. Gottes Güte schenkt dir Leben, schenkt dir Glück.